Hallo, mein Name ist Marina Baum. Ich bin Professorin im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie und ich unterrichte folgende Fächer hier. Ich bin im Grundstudium für den Bereich Schnitttechnik zuständig und über verschiedene Semester hinweg unterrichte ich noch Produktgestaltung und auch noch Strickdesign in unserem Schwerpunkt. Ja, mein Name ist Sven Gerhardt, auch ich bin Professor hier im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie. Mein Gebiet ist hier das Nählabor, in dem wir industrielle Fertigungsverfahren den Studierenden beibringen. Und ich gebe auch noch Vorlesungen im Bereich Qualitätsmanagement. Ja, also es werden die komplette Palette eigentlich abgebildet vom Beginn, von der Anforderung an ein Produkt bis zum Ende. Und im Anforderungsbereich, da kommt ja auch dann Design und etwas im Spiel, da kannst du was dazu sagen vielleicht. Genau. Also letztendlich fängt es bei der Skizze an oder bei dem Entwurf oder der Idee zu meinem Produkt. Und dann spielt natürlich dann Schnitttechnik eine Rolle, die Verarbeitung ist ganz wichtig und letztendlich ist es uns wichtig, also unser Fokus liegt darauf, dass die Produkte wirklich bis zu einem prototypreifen Zustand hier auch gefertigt werden. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur die theoretischen Entwürfe, sondern es ist wichtig, dass das Produkt nachher wirklich realisierbar ist und in Serienfertigung gehen könnte. Das sehen wir auch hieran. Wir haben ein sehr großes Nählabor mit über 200 Maschinen, nicht nur Nähmaschinen, sondern auch Klebe- und Schweißmaschinen. Das heißt, innovative Verarbeitungsmethoden kommen genauso zum Tragen wie das ganz normale Nähen. Das Besondere an diesem Studiengang, dass wir eben sowohl die ganzen traditionellen Fertigungstechniken lernen, die Sie in der, sagen wir mal, traditionellen oder herkömmlichen Industrie brauchen, aber was uns sehr wichtig ist, dass wir auch die neuen Bereiche, dass wir uns da einarbeiten und das unseren Studierenden auch näher bringen. Zum Beispiel beschäftigen wir uns jetzt seit mehreren Semestern mit Prototypenentwicklung im dreidimensionalen Bereich. Das ist jetzt ein neuer Fokus in unserem Studiengang und entspricht einfach der technischen Entwicklung, die momentan auf dem Markt zu sehen ist. Das ist fantastisch, weil wir durch junge Kollegen, junge Professorinnen und Professoren wie Marina oder auch andere diese neuen Technologien hereinbekommen. Wir haben starken Kontakt zur Industrie und jeder bringt da seine Schwerpunkte ein. Und dadurch können wir das gesamte Spektrum abbilden und gerade das 3D-Entwicklung, 3D-Visualisierung, eine sehr schnelle Produktrealisierung bringt uns in eine Nachhaltigkeit hinein, die gerade bei der Textilindustrie derzeit eben nicht da ist. Es wird in Fernost viel produziert, dann wird geschaut, was verkauft wird, was nicht verkauft wird, wird weggeschmissen oder zweitverwertet. Und durch so ein Konzept, wie wir hier in der Microfactory haben, wird wirklich nur das produziert, was auch gewünscht wird, in der Stückzahl, in der Qualität und damit hat man keinen Abfall und das ist ein sehr nachhaltiger Ansatz. Spaß mit den Händen zu arbeiten, würde ich sagen, das ist immer das Wichtigste. Also wer nur am Rechner sitzen will, genau. Das wäre ein bisschen schwach, glaube ich. Also ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, dass man diesen praktischen Teil auch mögen sollte. Also das ist jetzt wirklich kein rein theoretisches Studium. Das heißt, Sie müssen natürlich schon sehr viel lernen und vor allem am Anfang, also auch die Grundlagen. Das heißt, da muss man sicherlich auch Sachen auswendig lernen. Aber wichtig ist, dass Sie wissen, wie die Sachen auch wirklich umgesetzt werden, dass Sie wirklich mit den Händen dann selber an der Maschine sitzen oder an der Strickmaschine stehen und da die verschiedenen Strickbindungen ausprobieren, damit Sie später auch als Textilingenieur auch wirklich ganz genau wissen, wie die Sachen verarbeitet werden? Also ich finde wichtig ist, dass sie Lust auf was Neues haben sollen. Also wer so traditionell irgendwie sagen will, ich will das machen, was schon 100 Jahre gemacht wurde, das passt hier nicht. Wir haben immer wieder neue Ansätze. Wir haben Projekte mit Industriepartnern, wo man einfach umdenken muss, Dinge, Probleme neu überlegen muss. Und also die sollten Spaß an was Neuem haben. Genau. Und Verbindung, Handarbeit, da habe ich vielleicht zu viel gesagt, aber weil ihr macht ja auch ganz viel mit diesem 3D-Visualisierung, ist ja auch natürlich am Rechner. Das heißt also die Rechnerthematik mit dem iPad, mit dem Tablet umgehen können, das ist natürlich auch Voraussetzung. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie
ein Fach, was also dass sie super in Mathe sein müssten oder so etwas. Das denke ich nicht. Also naja, wir brauchen Mathe. Ne? Sagen, wobei Mathe haben wir natürlich auch. Sie brauchen auch manchmal Mathe. Ja, ja. Aber das ist jetzt vielleicht nicht das wichtigste Fach. Und tatsächlich sollten sie aber grundsätzlich Interesse an Textilien haben. Ja. Und es muss nicht unbedingt Bekleidung sein, aber einfach der textile Sektor im Allgemeinen, weil sie später, auch wenn sie darin arbeiten, werden sie halt sehr viel damit zu tun haben. Und es ist schon immer gut, wenn man auch ein Interesse einfach an dem Fach hat. Die spielen natürlich eine Rolle, weil wir darauf aufbauen. Aber wir haben jetzt gerade seit diesem Jahr das neu kombiniert, dass wir eben die Grundlagenvorlesungen mit Fachvorlesungen kombiniert haben. Das heißt, dass die Probleme, die in einer Fachvorlesung vorkommen, mit den Grundlagen abgedeckt sind. Dass wir also Physik nicht nur rein Physik machen, sondern auch immer gleich bezogen auf ein Thema, was aus der Textil- oder Bekleidungsbranche kommt. Mathematik haben wir auch damit verbunden, Chemie mit Textilchemie, mit Färben und Ausrüsten. Und bei Physik haben wir es mit was zusammen? Zum Beispiel auch Maschinentechnologie. Stimmt, Maschinentechnologie, also irgendwo Bewegungslehre und so etwas. Das ist an der Nähmaschine oder an der Strickmaschine, wo du ja viele Kräfte hast, die hier wachsen. Und das haben wir aus einem ganz einfachen Grund gemacht, weil wir tatsächlich von Studierenden früher gefragt wurden, wozu brauche ich das? Und jetzt wissen Sie als Studierende bei uns nämlich genau, wozu Sie das brauchen, weil Sie tatsächlich Aufgaben in Physik und in Mathe rechnen, die wirklich einen textilen Bezug haben. Wir sind ein Studiengang mit kleineren Gruppen. Es ist also kein überlaufenes Studium, dass wir Hörsäle haben, die mit 300-400 Menschen besetzt sind. Dadurch können wir sehr intensiv und sehr individuell betreuen, was auch notwendig ist bei den Studieninhalten, bei den Maschinen, an denen man sich auch verletzen könnte. Wir können hier nicht einfach die Leute drauf loslassen. Wir haben engen Kontakt, wir kennen alle unsere Studierenden mit Namen und wissen, weil wir sie eben eng betreuen, auch im Praxissemester, was sie gemacht haben. Und insofern ist also eine Betreuung sowohl für die Praxis da, als auch in den Vorlesungen. Und wenn irgendwas ansteht, kann man das immer ansprechen. Wir geben selber die Vorlesungen, nicht wie an der Universität, wo Assistenten Vorlesungen machen. Wir sitzen hier und legen los und haben einfach immer wieder Kontakt mit den Leuten. Oh ja, da sagen wir nicht nur, gibt es die Möglichkeit, sondern wir wünschen das sehr, wir fordern das eigentlich. Die Industrie ist so international und es ist notwendig, Auslandserfahrungen schon im Studium zu sammeln. Deshalb gibt es bei uns auch über 4 bis 5, glaube ich, inzwischen Vorlesungen, die nur auf Englisch gehalten werden. Wir haben auch mal Lehrbeauftragte aus dem Ausland da. Wir haben sehr viele Partnerhochschulen und haben das 6. Semester extra dafür reserviert, eigentlich ins Ausland zu gehen und rechnen viel von ausländischen Hochschulen an, damit eben kein Zeitverlust einsetzt, sondern dass man durchstudieren kann und sie keinen Zeitverlust haben. Genau. Also mit diesem Studium kann man sehr viel machen. Es ist ein sehr vielseitiger Studiengang, weil Sie sind zwar im textilen Bereich, aber das bedeutet nicht, dass Sie jetzt nur mit Bekleidung zu tun haben. Sie decken ja wirklich die Kompetenzen des kompletten textilen Bereichs ab. Das heißt, es fängt bei der Faserentwicklung, bei der Garnherstellung, bei den ganzen textilen Prüfverfahren. Das heißt, Sie können textile Flächen herstellen, Sie können textile Flächen beurteilen, Sie können zum Beispiel in die Qualitätssicherung gehen. Sie können tatsächlich in den Bekleidungsbereich einsteigen, da ist zum Beispiel Schnitttechnik wichtig oder Passformkontrolle. Des Weiteren gibt es die Möglichkeiten, auch im Management zu arbeiten. Ich glaube, da kannst du auf jeden Fall, ja, was also dazu sagen. Wir haben in den oberen Semestern sehr viele Managementfächer, Controlling, Logistik, Betriebswirtschaftslehre, um einfach diesen Part abzudecken. Aber ich würde noch gerne auf die weiteren Felder eingehen. Es ist nicht nur in der Produktentwicklung und da eben auch nicht nur Textil, das hatten wir ja schon gesagt, also nicht nur Bekleidung, sondern zum Beispiel auch Automobilbranche ist ein sehr großes Feld, gehen immer wieder sehr gerne Absolventinnen von uns hin, aber eben auch in den Vertrieb, das heißt zu Peek und Cloppenburg, zu Unternehmen, die Bekleidung verkaufen, zu vertikalen Unternehmen.
Das heißt, vom Anfang bis zum Kunde eigentlich kann man das gesamte Spektrum abdecken. Und zwar in jedem Bereich, wo Textilien vorkommen. Und manchmal weiß man das gar nicht. Zum Beispiel in der Architektur wird auch viel mit Stoffen, mit Textilien gearbeitet. Mhm. Im Maschinenbau, im Flugzeugbau, genau. Im Automobilbau. Also es ist wirklich ein Riesenspektrum. Und das macht es so spannend, auch für uns als Professoren, weil wir natürlich mit verschiedenen Projektpartnern zu tun haben, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Wir machen viel mit Second-Hand-Geschäften zum Beispiel, ja, Second-Hand-Läden, also wo auch das eine Form des der Textilverwertung und des Textileinsatzes. Genau. Und das heißt, Sie haben auch verschiedene technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch Medizintechnik oder eben Automotive-Bereich, Transportation-Bereich, ja. Interieur. Also das können auch Bezugsstoffe für Möbel sein. Es muss nicht immer Bekleidung sein. Bekleidung ist natürlich ein großer Teil der Textilbranche, aber ansonsten haben Sie wirklich ganz vielseitige Möglichkeiten.